Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music. Vielen Dank für dieses wunderbare Gebet und die schöne Musik. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor: Süß ist dein Werk. Danach spricht Schwester Sylvia H. Allred zu uns. Im Anschluss daran spricht Schwester Barbara Thompson. Der Chor und die Anwesenden singen dann gemeinsam Seht ihr Völker, Nummer 174 im Deutschen Gesangbuch. Es ist eine Ehre, bei dieser besonderen Versammlung zu Ihnen zu sprechen. Wie schön es ist, dass wir hier zusammen sind. In meiner Arbeit als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung sind die Schwestern der FFV mir immer mehr ans Herz gewachsen. Und der Herr hat meine Erkenntnisse darüber, wie er uns sieht und was er von uns erwartet, erweitert. Ich habe meiner Ansprache den Titel gegeben, was meine Enkelinnen hoffentlich über die FFV wissen werden. Meine ältesten Enkelinnen arbeiten fleißig am Programm Mein Fortschritt und entwickeln die Gewohnheiten und Charakterzüge einer rechtschaffenen Frau. Schon bald werden sie und ihre Altersgenossinnen die Verantwortung für die große, weltweite Gemeinschaft von Schwestern tragen. Ich hoffe, dass meine Worte Ihnen und allen anderen, die Sie lesen oder hören, ein klares Bild von dem vermitteln, was der Herr bei der Gründung der FFV für seine Töchter im Sinn hatte. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass die heutige FFV auf einem Modell der Gefolgschaft beruht, das in der Kirche schon in alten Zeiten vorhanden war. Als der Erlöser seine Kirche zur Zeit des Neuen Testaments aufrichtete, halfen die Frauen in seinem Werk tatkräftig mit. Er besuchte Martha und Maria, zwei seiner treuesten Jüngerinnen, in Marthas Haus. Als Martha ihm zuhörte und für sein Wohl sorgte, wie es üblich war, machte er sie darauf aufmerksam, dass sie mehr tun konnte. Er machte Martha und Maria bewusst, dass sie das Bessere wählen könnten, das ihnen nicht genommen werden sollte. Diese behutsame Bemerkung war die Einladung, im Werk des Herrn mitzuarbeiten. Später lesen wir im Neuen Testament von Marthas starkem Zeugnis von der göttlichen Natur des Erlösers, das uns erahnen lässt, was für einen Glauben sie hatte und wie sie ihre Gefolgschaft auffasste. Wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, erfahren wir, dass die Apostel weiter daran arbeiteten, die Kirche des Herrn aufzurichten. Wir lesen auch etwas über treue Frauen, die ihre Gefolgschaft zum Wachstum der Kirche beitrugen. Paulus sprach an Orten wie Ephesus und Philippi über Jüngerinnen Jesu. Als aber die Kirche des Herrn vom Glauben abfiel, verfiel auch dieses Modell der Gefolgschaft. Als der Herr begann, seine Kirche durch den Propheten Joseph Smith wiederherzustellen, wurden die Frauen wiederum in ein Modell der Gefolgschaft eingebunden. Wenige Monate nach der offiziellen Gründung der Kirche offenbarte der Herr, dass Emma Smith dazu eingesetzt werden sollte, in der Kirche zu führen und zu lernen, und sie wurde offiziell dazu berufen, ihrem Mann, dem Propheten, zu helfen. In dieser Aufgabe, dem Herrn beim Aufbau seines Reiches zu helfen, erhielt sie Anweisungen, wie sie an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen, ihre Familie und ihr Zuhause stärken und anderen dienen konnte. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass der Herr vom ersten Tag an, als das Evangelium in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt wurde, gläubige Frauen brauchte, die als seine Jüngerinnen mitwirkten. Ein Beispiel dafür, welch großartigen Beitrag sie leisteten, war die Missionsarbeit. Das starke Wachstum der Kirche in den Anfangstagen war deshalb möglich, weil gläubige Männer bereit waren, ihre Familie zurückzulassen, unbekannte Orte aufzusuchen und Bedrängnisse zu erleiden, um das Evangelium zu verkünden. Diese Männer wussten aber, dass ihre Mission nicht möglich gewesen wäre, ohne den tiefen Glauben und die uneingeschränkte Unterstützung der Frauen, die sich um Haus und Hof und um die Geschäfte kümmerten und für ihre Familie und die Missionare den Lebensunterhalt verdienten. Die Schwestern nahmen sich außerdem tausende Bekehrte an, die sich in Siedlungen sammelten. Sie waren dieser neuen Lebensweise, nämlich beim Aufbau des Reiches Gottes mitzuhelfen, zutiefst verpflichtet. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass der Herr den Propheten Joseph Smith dazu inspirierte, die Frauen der Kirche unter dem Priestertum nach dem Muster des Priestertums zu organisieren und sie zu lehren, wie sie an den Vorzügen, Segnungen und Gaben des Priestertums teilhaben konnten. Als die FFV offiziell gegründet wurde, war Emma Smith weiterhin berufen zu führen. Sie wurde als Präsidentin der Vereinigung ernannt und hatte zwei Ratgeberinnen, die mit ihr die Präsidentschaft bildeten.
Diese Präsidentschaft wurde nicht, wie dies in Organisationen außerhalb der Kirche üblich war, durch Abstimmung ausgewählt. Vielmehr wurde sie durch Offenbarung berufen, von den Frauen, die sie führen sollte, bestätigt und von Priestertumsführern in ihr Amt eingesetzt. Also durch Prophezeiung und das Händeauflegung derer, die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen. Da sie unter dem Priestertum organisiert worden war, konnte die Präsidentschaft für ihre Arbeit Weisung vom Herrn und von seinem Propheten erhalten. Durch die Gründung der FHV konnte zudem das Vorratshaus des Herrn, nämlich Talente, Zeit und Mittel, in Weisheit und Ordnung verwaltet werden. Diese erste Gruppe von Frauen wusste, dass sie Vollmacht erhalten hatte, die Schwestern zu unterweisen, anzuregen und zu organisieren, damit sie als Jüngerinnen beim Erlösungswerk des Herrn mitwirkten. In den ersten Versammlungen erfuhren die Schwestern, welche Ziele der FHV als Leitlinie dienten: den Glauben und die Rechtschaffenheit fördern, die Familie und das Zuhause stärken, die Bedürftigen ausfindig machen und ihnen helfen. Meine Enkelin werden hoffentlich wissen, dass die Gründung der FHV eine wesentliche Rolle dabei spielte, die Heiligen auf die Vorzüge, Segnungen und Gaben, die nur im Tempel zu finden sind, vorzubereiten. Präsident Joseph Fielding Smith erklärte, dass die FHV ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes auf Erden sei und so ausgelegt ist und so betrieben wird, dass sie ihren treuen Mitgliedern hilft, ewiges Leben im Reich unseres Vaters zu erlangen. Wir können uns vorstellen, wie es für die Schwestern gewesen sein muss, in Joseph Smiths roten Backsteinladen die ersten FHV-Versammlungen zu besuchen. Gegenüber lag der Hügel, auf dem gerade der Tempel gebaut wurde, und der Prophet erklärte ihnen, dies soll eine erwählte Vereinigung sein, abgesondert von allem Bösen der Welt, auserkoren, tugendhaft und heilig. Meine Enkelin werden hoffentlich den Tempel so hoch schätzen wie die Schwestern der neu gegründeten FHV, die die Segnungen des Tempels als höchsten Lohn und das große Ziel jeder Frau in der Kirche betrachteten. Ich hoffe, dass meine Enkelinnen wie die damaligen FHV-Schwestern täglich danach streben, die nötige Reife zu erlangen, um heilige Tempelbündnisse zu schließen und zu halten, und dass sie im Tempel aufmerksam auf alles achten, was gesagt und getan wird. Durch die Segnung des Tempels werden sie mit Kraft ausgerüstet und empfangen den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Die heiligen Handlungen des Priestertums, die nur im Tempel vollzogen werden, werden ihnen helfen, ihre göttlichen, ewigen Aufgaben zu erfüllen, und sie werden geloben, als treue Jüngerin zu leben. Ich bin dankbar, dass der Herr die FHV vor allem auch deshalb gründete, um den Frauen die Aufgabe zu übertragen, einander auf die größeren Segnungen des Priestertums vorzubereiten, die mit den heiligen Handlungen und Bündnissen des Tempels einhergehen. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, welch bedeutenden Einfluss und welche Möglichkeiten die weltweite Gemeinschaft von Schwestern in der FHV hat. Seit 1842 hat sich die Kirche weit über Nauvoo hinaus verbreitet. Heute gibt es die FHV in über 170 Ländern und die Schwestern sprechen mehr als 80 Sprachen. Jede Woche werden neue Gemeinden und Zweige gegründet und deren FHV wird Teil einer ständig wachsenden Gemeinschaft von Schwestern, die sich über jeden Kontinent ausbreitet. Als die FHV zahlenmäßig noch klein war und es sie vor allem in Utah gab, konnten sich ihre Führerinnen bei der Aufgabenverteilung zum Großteil auf soziale Aufgaben vor Ort und die damit verbundene FHV-Arbeit besinnen. Sie stellten vieles in Eigenarbeit her und führten Projekte durch wie den Bau von Krankenhäusern und die Einlagerung von Weizen. Diese ersten Bemühungen der FHV trugen mit dazu bei, dass ein Modell der Gefolgschaft entstand, welches heute weltweit die Regel darstellt. Heute, da die Kirche gewachsen ist, erfüllt die FHV nach wie vor ihren Zweck in jeder Gemeinde und jedem Zweig, jedem Fall und jedem Distrikt, wobei sie sich zugleich auf den ständigen Wandel in der Welt einstellt. Jeden Tag erleben FHV-Schwestern auf der ganzen Welt das gesamte Spektrum irdischer Probleme und Erfahrungen. Frauen und ihre Familie werden mit unerfüllten Erwartungen konfrontiert, mit seelischer, körperlicher oder geistiger Krankheit, mit Unglücksfällen oder dem Tod. Manche Schwestern fühlen sich einsam und sind enttäuscht, weil sie keine eigene Familie haben. Andere wiederum leiden unter den Folgen schlechter Entscheidungen, die jemand aus der Familie getroffen hat. Manche haben Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen erlebt. Andere lernen die Belastung kennen, die Sucht, Arbeitslosigkeit oder mangelnde Schul- und Berufsausbildung mit sich bringen.
Alle diese Schwierigkeiten können möglicherweise den Glauben zerstören und dem Einzelnen oder der Familie die Kraft rauben. Als der Herr die Schwestern als Gemeinschaft von Jüngerinnen organisierte, war es unter anderem seine Absicht, Linderung anzubieten, von allem, was die Freude und den Fortschritt der Frau behindert. In jeder Gemeinde und jedem Zweig gibt es die FHV. Und die Schwestern können sich um Offenbarung bemühen und sie empfangen und sich mit den Priestertumsführern beraten, um einander zu stärken und an Lösungen zu arbeiten, die für ihre Familien und ihren Wohnort geeignet sind. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass sich ihre Gefolgschaft durch die FHV ausweitet und sie sich gemeinsam mit anderen der beeindruckenden und heroischen Arbeit widmen können, die der Erlöser verrichtet hat. Die Art Arbeit, die die Schwestern der Kirche heute verrichten sollen, war für den Herrn nie unbedeutend oder belanglos. Wenn sie treu sind, können sie spüren, dass er ihre Arbeit annimmt und sie vom Heiligen Geist begleitet werden. Meine Enkelinnen sollen auch wissen, dass die Gemeinschaft der Schwestern in der FHV Sicherheit, Zuflucht und Schutz bieten kann. In unserer ständig schwieriger werdenden Zeit vereinen sich die treuen FHV-Schwestern, die Familien Zions vor den schrillen Stimmen der Welt und dem räuberischen und provozierenden Einflüssen des Widersachers zu schützen. Durch die FHV erfahren sie mehr, werden gestärkt und kommt der Einfluss rechtschaffener Frauen noch weit mehr Kindern unseres Vaters zugute. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass die Besuchslehrarbeit ein Ausdruck ihrer Gefolgschaft und ein wichtiges Instrument ist, ihren Bündnissen treu zu sein. Dieses Element unserer Gefolgschaft sollte dem sehr nahe kommen, wie unser Erlöser gewirkt hat. In den Anfangstagen der FHV wurde in jeder Gemeinde ein Besuchskomitee damit beauftragt, festzustellen, was gebraucht wurde und Spenden zu sammeln, die an Bedürftige verteilt wurden. Im Laufe der Jahre haben die Schwestern und ihre Führungsbeamtinnen Schritt für Schritt dazugelernt und sind besser darin geworden, sich um andere zu kümmern. Es gab Zeiten, als sich manche Schwestern eher darauf konzentrierten, Besuche abzustatten, die Lektion durchzusprechen oder eine Notiz zu hinterlassen, wenn sie eine Schwester nicht antrafen. Dieses Verfahren hat den Schwestern geholfen, es sich anzugewöhnen, füreinander zu sorgen. So wie das Volk zur Zeit des Mose sich darauf konzentrierte, lange Regelwerke einzuhalten, haben sich die Schwestern FHV zeitweise viele geschriebene und ungeschriebene Regeln auferlegt, weil sie wissen wollten, wie man sich gegenseitig stärkt. Da heute jedoch Schwestern und ihre Familien so viel Hilfe und Rettung brauchen, fordert der Vater im Himmel uns auf, eine höhere Ebene zu beschreiten und unsere Gefolgschaft zu beweisen, indem wir uns aufrichtig seiner Kinder annehmen. Im Hinblick auf dieses wichtige Ziel sind die Führungsbeamtinnen angehalten, Berichte einzufordern, die über das geistige und zeitliche Wohlergehen der Schwestern und ihrer Familien und die geleistete Hilfe Aufschluss geben. Die Besuchslehrerinnen sind aufrichtig bemüht, jede Schwester kennenzulernen und lieb zu gewinnen. Sie helfen ihr, an Glauben zuzunehmen und stehen ihr hilfreich zur Seite. Als treue Jüngerinnen des Heilands gelingt es uns immer besser, das zu tun, was er tun würde, wenn er hier wäre. Wir wissen, dass es ihm darauf ankommt, dass wir uns umeinander kümmern. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, uns um unsere Schwestern zu kümmern und arbeiten keine Aufgabenlisten ab. Wahrer Dienst am Nächsten lässt sich viel besser an der Tiefe unserer Nächstenliebe ermessen als an einer makellosen Statistik. Wir wissen, dass wir in unserem Wirken als Besuchslehrerin erfolgreich sind, wenn unsere Schwestern sagen können, meine Besuchslehrerin hilft mir geistig zu wachsen und ich weiß, dass sich meine Besuchslehrerin wirklich für mich und meine Familie interessiert. Und wenn ich Probleme habe, hilft mir meine Besuchslehrerin, ohne dass ich sie dazu auffordern muss. Führungsbeamte, die wissen, wie wichtig es ist, anderen beizustehen, beraten und bemühen sich, Offenbarung darüber zu empfangen, wie sie die Besuchslehrerinnen aufrichten und die Besuchslehrarbeit organisieren und inspiriert ausführen sollen. Zudem ist die Besuchslehrarbeit mit dem Auftrag des Bischofs, für die Herde des Herrn zu sorgen, verbunden. Der Bischof und die FHV-Leiterin sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Hilfe inspirierter Besuchslehrerinnen angewiesen. Durch die Arbeit der Besuchslehrerinnen kann die FHV-Leiterin Kenntnis davon haben,
wie es um das Wohl jeder Schwester der Gemeinde bestellt ist, und in ihrer Unterredung mit dem Bischof darüber berichten. Präsident Thomas S. Monson hat uns gesagt, wenn wir würdig sind, wenn wir mit unerschütterlichem Glauben danach streben, die uns bestimmten Aufgaben zu erfüllen und uns dabei um Inspiration vom Allmächtigen bemühen, können wir Wunder wirken. Meine Enkelinnen werden hoffentlich an Wundern teilhaben, wenn sie mithelfen, dass aus der Besuchslehrarbeit ein Modell der Gefolgschaft entsteht, das der Herr wiedererkennen wird, wenn er zurückkehrt. Diese und andere grundlegende Lehren zur FAV können meine Enkelinnen jetzt in dem Buch »Die Töchter in meinem Reich – Die Geschichte und das Werk der Frauenhilfsvereinigung« nachlesen. In diesem Buch ist das Vermächtnis der FAV und der Frauen in der Kirche festgehalten. Es wird die weltweite Gemeinschaft von Schwestern einen und sie auf die Ziele der FAV und die Lebensweise und besonderen Aufgaben eines Jüngers ausrichten. Es bezeugt, welch wichtige Rolle die Frauen in Gottes Plan des Glücklichseins spielen und ist ein unerschütterlicher Maßstab im Hinblick auf das, was wir glauben, was wir tun und was wir verteidigen. Die erste Präsidentschaft legt uns nahe, dieses Buch aufmerksam zu lesen und uns von den darin enthaltenen zeitlosen Wahrheiten und inspirierenden Beispielen anleiten zu lassen. Da Präsident Joseph F. Smith wusste, dass die Frauenhilfsvereinigung von Gott geschaffen wurde, sagte er zu den FAV-Schwestern, ihr sollt die Welt führen und vor allem die Frauen der Welt. Ihr sollt vorausgehen, sagte er, nicht hinterherlaufen. Da die Zeit der Wiederkehr des Herrn näher rückt, hoffe ich, dass meine Enkelinnen starke, gläubige Frauen werden, die die Grundsätze der FAV in die Tat umsetzen. Wenn die FAV für sie zu einer Lebensweise wird, werden sie mit anderen in Einigkeit zusammenarbeiten, um den gottgegebenen Zweck der FAV zu erfüllen. Ich habe ein Zeugnis von der wahren, wiederhergestellten Kirche Jesu Christi und bin dankbar für das Modell der Gefolgschaft, das wiederhergestellt wurde, als der Herr den Propheten Joseph Smith dazu inspirierte, die Frauenhilfsvereinigung zu gründen. Im Namen Jesu Christi. Amen.